Seeker Hours. Aloha Seekräuter und willkommen zurück zum Ausblick hier auf dem Seekrauts-Kanal. Ich möchte euch ganz kurz die Raimondo Montecuccoli vorstellen, die ich hier auf dem Testserver ein bisschen ausführen konnte. Ja, das war mal was Besonderes, was Wargaming hier gemacht hat für alle, die auf dem PTS unterwegs waren. Man konnte sich hier die italienischen Kreuzer T5 bis T7 freispielen. Ich habe es nur bis T5 geschafft, mangels Zeit. Nichtsdestotrotz, gibt Gameplay gleich. Ich möchte ganz kurz hier euch einmal die Panzerungsanordnung zeigen und dann könnt ihr das Schiff in Action sehen. Allerdings möchte ich gleich vorweg sagen, es ist ein Koop-Gefecht. Es ist nicht anders möglich auf dem PTS. Es gibt so wenig Spieler, dass man kein vernünftiges Zufallsgefecht da fahren kann. Das ist dann 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 und so eine ganze Geschichte. Das nützt nichts. Also ich habe versucht, in dem Gameplay so ein bisschen zu zeigen, was die Stärken und Schwächen der Italiener sind. Und da wollen wir gleich drauf eingehen. Jetzt ganz kurz hier zur Panzerung. Vorne 13 mm, hier 20. Aufbauten sind 10 mm und hier haben wir 13. Dann ganz klassisch hier 60 mm, also ein super leichter Kreuzer, kann man sagen. Das ist nicht viel, was da zum Zitadellenschutz beiträgt. Hier ist dann die Zitadelle 30 mm, da sind sogar nur 6 mm, also habt ihr 66 mm Zitadellenschutz. Das ist auf der Tierstufe quasi gar nichts. Extrem empfindlicher Dampfer, heißt auf Distanz spielen, im Zufallsgefecht zumindest. Im Koop ist das ja immer ein bisschen anders. Auch oben ist das Deck relativ dünn gepanzert, also HE und so eine ganze Geschichten kommen da ohne Probleme durch. Ihr seid extrem empfindlich. Wenn ihr die Montecuccoli als Gegner habt, mit den SAP-Granaten immer diesen Bereich hier treffen, der blau ist. Die grünen Bereiche, da kommt ihr nicht durch. Mit den SAP-Granaten, ich erzähle euch dazu ein bisschen gleich im Gameplay etwas. Dann können wir uns noch einmal ganz kurz hier ein bisschen die Details des Schiffes angucken. Erinnert so ein bisschen an die Duca d'Aosta, gibt aber dann doch ein paar visuelle Unterschiede, die kann ich euch gleich nochmal zeigen, zwischen den Schiffen hin und her wechseln. Glücklicherweise sind wir ja diesmal in der Lage, auf dem PTS sogar mit Premium-Schiffen unterwegs zu sein. Da wurde wirklich alles über den Haufen geworfen, was man hier in der Vergangenheit auf dem PTS an Regeln hatte. Denn Premium-Schiffe waren in der Vergangenheit gar nicht möglich. Ihr seht jetzt mal die Duca d'Aosta, achtet mal so ein bisschen auf die Brücke und den ganzen Bereich hier so. Und jetzt haben wir dann die Montecuccoli. Hier ist der Deck so und der Balkon ein bisschen länger, der Turm ist anders. Aber die Grundstruktur ist sehr, sehr ähnlich. Das kann man gleich schon mal festhalten. Gut, dann zeige ich euch kurz vorab noch den Kapitän. Die anderen Sachen kommen nachher dann alle in-game. Das ist jetzt hier nur mal irgendwie zusammengebastelt, sage ich jetzt einfach mal. Vorrangiges Ziel, Elite-Schütze, muss unbedingt drauf sein wegen den 30 Sekunden Wendezeit der Türme auf einem leichten Kreuzer, also richtig heftig. Da muss man den Elite-Schützen mit reinbauen, damit man einigermaßen angenehme Turmdrehzeiten hat. Dann habe ich hier den Adrenalinrausch mit reingeskillt. Es könnte ja auch durchaus die letzte Anstrengung sein. Und dann haben wir hier zur Flugabwehr, weil gerade jetzt auch auf dem PTS auch Flugzeugträger dabei waren, die Schießgrundausbildung und die überarbeitete Flak-Geschichte hier auch mit reingeskillt. Da ist dieser Instant-Schaden ein bisschen höher bei dieser neuen Mechanik. Und dann Inspekteur und Tarnungsmeister, um nicht so weit aufzugehen. So, dann schicke ich euch jetzt schon mal direkt ins Replay und dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter auf die ganzen technischen Daten ein. So, willkommen an Bord hier, PTS 085. Wir sind unterwegs hier auf der Karte Dreizack. Es ist ein Koop-Gefecht, da auf dem PTS kaum anders möglich ist, ein vernünftiges Zufallsgefecht zu generieren. Also ein vernünftiges Gefecht, wo Schiffe dabei sind. Wir fahren da so Zufallsgefechte 2 gegen 2, 3 gegen 3 und so eine Sachen auf der Tierstufe. Von daher habe ich mich hier für ein Koop-Gefecht entschieden. Fangen wir direkt mit den Trefferpunkten an. Wir haben 26.500 Trefferpunkte bei diesem Schiff. Das ist ganz okay. Mit der Torpedoschadensverringerung von 16% macht der Dampfer nochmal mehr Laune. Das ist, glaube ich, auch nicht so üblich, dass die Kreuzer schon auf der Tierstufe so eine gute Torpedoschadensverringerung haben. Dann kommen wir schon zu den Geschütztürmen. Wir haben hier 4 Türme, A2 Rohre. 152 mm verbaut. Die sind optisch ja quasi gleich mit der Duca d'Aosta, aber technisch sind sie dann doch anders, weil unsere Nachladezeit hier nämlich 13 Sekunden beträgt. 26,9 Sekunden ist hier die Turmdrehzeit der 180-Grad-Wende. Das ist ursprünglich sogar 30 Sekunden. Ja, das ist runtergeskillt mit dem Elite-Schützen. Dann haben wir die maximale Streuung, reduziert natürlich durch das Modul 126 Meter und die SAP Shell Armor Penetration beträgt hier 42 mm und das gibt uns jetzt die Gelegenheit, einmal ein bisschen auf die SAP-Munition einzugehen. Die SAP-Munition ist am Ende ein Mischmasch von der Mechanik her,
AP-Mechanik wird hier mit der HE-Mechanik gekreuzt. Wie funktioniert das jetzt? Wenn ihr jetzt auf hier zum Beispiel die Monte Cupoli absetzt und die Granate bei dem Gegner ankommt, dann findet zuerst eine Overmatch-Abfrage statt, also diese 14,3 Kaliber-Regel. Ja, ist die Munition 14,3 mal größer als die Panzerung, die ihr da beschießen wollt, dann findet ein Overmatch statt und die Penetration ist euch sicher, 33% Schaden im Normalfall bekommt ihr dann. Wenn Overmatch nicht stattfindet, dann gibt es eine Winkelabfrage, die hier bei der SAP-Munition verbessert ist gegenüber der Standard-AP-Munition. Ihr habt 0 bis 5 Grad, wo es immer Abpraller geben wird. Da braucht ihr quasi dann daran nicht drauf schießen, weil ihr keinen Schaden gutgeschrieben bekommt. Dann gibt es diese Chance auf Abpraller 6 bis 30 Grad. Also da könnt ihr dann definitiv mal in die Penetrationsabfrage kommen, in diesem Bereich. Da werden manche Mumpeln werden halt in die Penetrationsabfrage kommen und manche eben nicht. Und im Bereich von 31 bis 90 Grad habt ihr dann direkt die Penetrationsabfrage. Da können keine Abpraller mehr zustande kommen. Das ist eben schon mal eine der ganz großen Besonderheiten. Was es noch gibt, ist, es gibt keine Overpenetrations, das heißt Durchschläge, wo dann nur 10% Schaden kleben bleiben. Zumindest nicht bei normalen Schiffen, außer bei Zerstörern. Denn die SAP-Munition kann auf Zerstörern generell, egal wie klein oder wie groß euer Kaliber ist, nur 10% Alpha-Damage der Granate machen. Das ist ja normalerweise bei AP-Munition, bei normaler AP-Munition, wie ja die Monte Cupoli sie ja auch hat, anders. Ne? Gerade wenn man unter 280 mm hat, dann kann man immer noch 33% des Alpha-Damage machen und deswegen ist es mit der Monte Cupoli durchaus sinnvoll, in bestimmten Situationen AP-Munition auf die gegnerischen Zerstörer zu benutzen. Gerade mit 203 mm geschossen oder 152 mm geschossen, da wirkt sich das eben besonders vorteilhaft aus. Nachteil der SAP-Munition, ihr könnt kein Feuer legen. Das ist für das Spiel sicherlich ganz gut, weil es inzwischen sehr, sehr viele Schiffe gibt, die Brände legen können und das auch intensiv tun. Das hat vielleicht auch Wokim erkannt und gesagt, okay, wir bauen da mal was ganz anderes ein. Ja, und das ist eigentlich das, was man als Wichtigste dazu sagen kann. Der Alpha-Damage soll eigentlich zwischen AP und HE-Munition liegen, so im Allgemeinen. Ja, hier bei den Italienern ist SAP quasi die starke Munition und deswegen wird sie hier sogar ein bisschen stärker benutzt oder auch vom Alpha-Damage her liegen wir hier bei 3850 Punkten, während die AP-Munition nur 3000 Alpha-Damage-Punkte macht. Aber in der Kombination, wie gesagt, auf Zerstörern kann das eben dazu führen, dass ihr sogar mehr Schaden auf Zerstörern macht. Der nächste Punkt ist dann der Torpedowerfer oder die Torpedowerfer, die hier an Bord sind. Ihr habt links und rechts jeweils einen Werfer, bestehend aus zwei Rohren, die da die Metallaale rausschmeißen und zwar alle 47 Sekunden theoretisch. Die Aale, die schwimmen dann 10 Kilometer weit, relativ langsam mit nur 51 Knoten, sind aber dafür auch nur 1 Kilometer weit sichtbar. Der Alpha-Damage, wenn die Torpedos denn einschlagen, 12.667 Punkte. Das ist ganz in Ordnung. Naja, ist natürlich dann Torpedo-Schadensverringerung, die dann eine Rolle spielt. Und ob die Module schon beschädigt sind, diese ganzen Geschichten, ob das dann wirklich so hängen bleibt. Gehen wir weiter und zwar in Richtung Flugabwehr. Wir haben hier Kurz-, Mittel- und Langstreckenflugabwehr. Die Bewaffnung ist ganz okay für die T5-Stufe. Aber nichtsdestotrotz, ich will es jetzt nicht zu doll auseinandernehmen, wird den Rahmen auch sprengen. Und zum anderen ist es eben komplett einmal das Schiff Work in Progress und dann natürlich noch die Flugabwehrmechanik Work in Progress. Deswegen will ich mir das hier so ein Stück weit sparen. Dann die Manövrierbarkeit, wie ihr sie schon gesehen habt, ist hier gar nicht mal so verkehrt. Wir haben 38,9 Knoten Höchstgeschwindigkeit, 610 Meter Wendekreis, das ist okay. Die Ruderstellzeit ist für meinen Geschmack ein Ticken langsam. Also ihr könnt ruhig eine Sekunde schneller sein, dann würde dieser Kreuzer ein bisschen angenehmer zu fahren sein, weil ihr eben so dünn bewandert seid. Ne? Ich habe es euch vorhin im Hafen gezeigt, da ist nirgendwo viel Millimeter an Panzerung drauf. Deswegen sollte es meiner Meinung nach hier ruhig nochmal eine Sekunde Ruderstellzeit-Buff geben. Aber das ist nur meine Meinung. Wir haben ja dann hier auch den Kapitän geskillt auf Tarnungsmeister und wir haben hier eine Tarnung auf das Schiff angebracht. Bringt uns die Erkennbarkeit halt 10,1 Kilometer, die wir hier erreichen können. Und die Erkennbarkeit zur Luft sind 6 Kilometer. Das ist vollkommen okay. Könnte sicherlich auch mal ein Ticken besser sein, aber wie gesagt, ihr wisst ja, wie das ist mit hätte, wäre, wenn und so weiter.
Wichtig ist, und das habt ihr eben ja schon gesehen, wir haben hier einen Full Throttle Smoke Generator. Das heißt, ihr könnt bei voller Fahrt hier den Nebel starten und ihr seid dann 25 Sekunden lang verdeckt. Wichtig ist dabei, dass ihr natürlich darauf achtet, in welcher Entfernung ihr zum Gegner steht. Weil wenn ihr einen Gegner habt, der in 5,5 Kilometer Reichweite ist, dann werdet ihr auch im Nebel voll entdeckt werden, weil natürlich diese Mechanik dann greift, ist Erkennbarkeit nach Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel. Ne? Und die beträgt eben hier bei der Montecuculi 5,5 Kilometer. Und ja, dazu ist der Nebel noch recht kurz. Das hilft nur mal, um kurz ein bisschen mehr Abstand dazwischen zu bekommen oder wegzudrehen oder so eine Sachen und in der Zeit nicht sich wirklich beschießen zu lassen. Dann kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien, die sind unten eingeblendet. Wir haben Schadensbegrenzungsteam 1, da gibt es dann halt das Standard- und Premium-Verbrauchsmaterial. Wir haben 5 Sekunden Wirkungsdauer, 57 Sekunden mit der Flagge, die ich hier drauf habe, ist hier die Ladezeit, bis ihr diese Verbrauchsmaterial wieder benutzen könnt. Also eine Minute, das ist vollkommen okay. Dieser Full Throttle Smoke Generator, wie gesagt, hatte ich eben schon ganz kurz gesagt, 25 Sekunden aktiv. Nebelwand steht dann 10 Sekunden. Also ihr bewegt euch ja immer durch diese ganze Nebelwand durch. Ist einen halben Kilometer groß, die Nebelwand. Und ja, da ist die Abklingzeit natürlich 2,5 Minuten. Ist ganz heftig, muss man sich also gut einteilen. 3 Aufladungen mit Inspekteur und Premium-Verbrauchsmaterial. Und im dritten Slot Jäger- oder Aufklärungsflugzeug. Ich hatte mich hier für das Aufklärungsflugzeug entschieden, um einfach ein Stückchen weit schießen zu können. Das ist eben ja, für mich wichtig. 14,9 Kilometer muss man sowieso schon nah ran. In einem Botkampf ist das sicherlich nicht so dramatisch wie dann in einem Zufallsgefecht, wo man das viel besser ausprobieren könnte. Dann kommen wir noch zu den Signalflaggen, die hier verbaut sind. Unter anderem ist hier die Sierra Mike Flagge drin. Ich blende es euch ja gerade ein. Ich habe die ganzen Namen jetzt nicht parat, aber Höchstgeschwindigkeit habe ich hier natürlich verbessert. Auch die Anti-Deto Flagge ist hier drauf aufgrund der dünnen Panzerung bei dem Schiff. Ja, dann diese 1000-Sasser Flagge. Ein bisschen was für die Flugabwehr getan, weil hier auch gerne mal Flugzeugträger dabei sind. Naja. Und ja, die Torpedo-Flagge, damit ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit für Wassereinbrüche existiert, um die Schiffe schneller rauszunehmen. Und zum Ende kommen wir noch zu den Modulen, die ich hier eingebaut habe. Das ist einmal die Hauptbewaffnungsmodifikation 1, um die Geschütztürme länger am Leben zu halten, genauso wie die Torpedowerfer. Antriebsmodifikation 1, um ja, den Antrieb einfach länger am Leben zu halten, also weniger Ausfälle auf den Antrieb zu bekommen. Das ist immer für mich wichtiger als das Ruder, weil ich bewege mich mindestens lieber weiter vorwärts, anstatt ich nicht ausweichen kann, sage ich jetzt einfach mal. Das ist irgendwie, ohne Antrieb bringt auch das Ruder nichts. Und dann haben wir eben die erwähnte Zielsystemmodifikation 1 hier noch mit eingebaut, um die Streuung zu verringern. Die Torpedowerfer drehen sich dann schneller. Das sind eben diese Sachen. Die Sekundär-Buff, den können wir hier eher hinten anstellen. Das ist ja, eher zweitrangig bei der ganzen Geschichte. Wie man sieht, die Italiener sind durchaus anspruchsvoll und nicht für ganz einfach zu spielen. Ja, wollen wir mal sehen, wie dann die Schiffe sich hier während des Supertests weiter verändern. Ich lasse euch jetzt mit den letzten Sekunden allein und wir sehen uns dann im Hafen wieder. Corazzata nemica distrutta. Und da sind wir wieder im Hafen zurück. Da ist sie wieder, der Dampfer, schön wie eh und je. Ja, das war das Video mit allen Informationen rund um die Italiener. Hier als Beispielschiff die Montecuculi. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie das dann tatsächlich irgendwann mal auf den Live-Server kommt mit dieser SAP-Mechanik, die recht anspruchsvoll aus meiner Sicht ist, mit diesem Full Throttle Smoke Generator, der ja jede Menge Optionen offen lässt für weitere ja, Spielereien, um sich aus Gefechtssituationen einfach mal ein Stück weit zu entfernen in 30 Sekunden, wenn man wenden möchte, also eine ganze Geschichten. Ja, und jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir bitte gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Ein Abo, falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Erzählt auch gerne weiter, dass es unseren Kanal gibt. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht auch in den Social-Media-Bereichen hier. Twitch, Facebook, Instagram, Discord, Twitter. Alle Adressen findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.